Erst war es nur eine Idee, ein Plan. Und nun sind sie eröffnet. Die ersten 10 Kilometer auf 4 Mountainbike-Strecken rund um den Eisenberg bei Korbach. Nicht nur Profis können auf den von Didi Schneider kreierten Trails fahren, sondern Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, alle können das herrliche Angebot in der freien Natur rund um den Eisenberg bei Korbach erfahren. Zwischendrin sind kleine Stationen, wo über den Goldabbau am Eisenberg, über die Natur und so weiter informiert wird. Dazu gibt es noch kleine Geschicklichkeitsspiele, um das Ganze etwas aufzulockern. Das Angebot ist kostenlos und kann von jedermann genutzt werden. Vielleicht ist es das umfangreichste Kommunikationsprojekt, das der Landkreis jemals gesehen hat. Die Zahl der Gesprächssituationen, Beratungs- und Erörterungstermine ist gut dreistellig. Vielen Dank an dieser Stelle erst einmal an das Projektteam, das dort eine ganz hervorragende Arbeit geleistet hat. Auch wenn hier und da dann der Wunsch nach mehr Kommunikation, nach früherer Kommunikation immer wieder laut wird, kann ich nur sagen, das Team hat eine ganz wertvolle und tolle Arbeit geleistet. Ja, jetzt möchte ich den Reigen aufnehmen der unterstützenden Kräfte und Entscheidungsträger. Ich beginne mit dem Land. Der Staatssekretär Jens Deutschendorf hat dieses Projekt frühzeitig begleitet in verschiedenen Funktionen. Und tatsächlich wäre ein solches Infrastrukturprojekt ohne Förderung des Landes Hessen und den entsprechenden Mitteln nicht denkbar. Ich möchte sehr herzlich Danke sagen, nicht nur für die Bereitstellung dieser Mittel, sondern für den wirklich ganz harmonischen und sehr konstruktiven Beteiligungsprozess auch der Dienststellen des Landes. Ein solches Projekt muss eben auch mal fördertechnisch durchgespielt werden. Das ist hochkomplex und das gelingt nur dann, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Da haben wir wunderbare Unterstützung erfahren, auch aus Ihrem Hause insbesondere. Dafür nochmal mein herzlicher Dank und Herr Deutschendorf, Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landrat, verehrte Abgeordnete aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Landtag, Vertreterinnen, Vertreter der Kommunen, viele Bürgermeister hier vor Ort, Stadtverordnete, Stadtverordnetenvorsteherin der Stadt Korbach, Herr Bürgermeister Friedrich, alle da. Genau, ich begrüße Sie alle ganz herzlich, freue mich mit dabei zu sein am heutigen Tage. Tatsächlich so, dass ich mich sehr freue, dass von dieser Idee, die es mal gegeben hat vor einigen Jahren, wir jetzt an einem Punkt sind, an dem der erste Abschnitt des Green Trails fertiggestellt ist, eingeweiht wird. Das ist wirklich ein großer Erfolg und ein Tag der Freude für mich. Ich finde es ein Projekt, das den Tourismus im Landkreis Waldeck-Frankenberg voranbringen wird und gleichzeitig auch, Herr Landrat, Sie haben es angesprochen, natürlich für die Menschen in der Region auch eine tolle Möglichkeit ist, für spannende, attraktive Freizeitaktivitäten an der frischen Luft und zum Beispiel auch ohne einen Verbrennermotor mitzunehmen. Also das finde ich zum Beispiel, meine Damen und Herren, sehr sympathisch. Waldeck-Frankenberg ist der erfolgreichste Tourismuslandkreis im Lande Hessen. Das kommt nicht von ungefähr, sondern da steckt viel Ideenreichtum, Engagement und Arbeit drin. Das muss man ja auch immer weiterentwickeln, voranbringen, dass man hier im Wettbewerb der Tourismusregionen in Deutschland, der Mittelgebirge, dass man da am Ball bleibt mit attraktiven Angeboten, mit spannenden Erlebnissen. Und das gelingt hier. Man ist ja jetzt mittlerweile nach der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie auch wieder da bei den Übernachtungszahlen angelandet, wo man vorher gewesen ist. Und da gilt es daran weiterzumachen, auf der Höhe zu bleiben. Und da gehören dann solche Projekte wie hier auch mit dazu. Und man hat lange intensiv daran gearbeitet, daran geplant, auch sozusagen den naturschutzfachlichen Ausgleich für diesen Eingriff, der damit verbunden ist, am Ende auch hinzubekommen. Und dieser in der Abwägung der Vor- und Nachteile komme ich zu dem Ergebnis, dass es ein gutes Projekt ist. Die Menschen, die hier Urlaub machen, fliegen nicht um die halbe Welt. Die Menschen, die hier Urlaub machen, die können nach Waldeck-Frankenberg sehr gut mit der Bahn kommen. Sie sind hier mit dem Fahrrad unterwegs und genau solche naturnahen
Tourismuserlebnisse brauchen wir und deswegen ist es ein richtiges und gutes Projekt. So, und dann, und deswegen, Dankeschön. Und aus diesem Grunde haben wir es von Seiten des Landes Hessens auch unterstützend begleitet und auch finanziell fördern können. Dafür bin ich auch sehr froh. Es waren 1,3 Millionen Euro in 2019 für die Planungsphase und jetzt für die Investitionskosten für diesen ersten Teil 6 Millionen Euro, die wir hier zur Verfügung gestellt haben, damit dieses Projekt realisiert werden kann. Und ich setze darauf, dass es weiter wächst, weil es dann nämlich in seiner gesamten Dimension als eines der größten Trail-Projekte in Europa wirklich ein Aushängeschild für diese Region sein kann und sie weiter voranbringen wird. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche allen Menschen viel Freude an diesem Projekt. Ja, viele glückliche Nutzerinnen und Nutzer und allzeit gute Fahrt. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Eigentlich hat Jens Deutschendorf, der Staatssekretär, alles Wesentliche gesagt, auch zum Thema Tourismus und Wirtschaftsförderung. Die Idee, die uns heute hier zusammenführt, stammt aus Willingen, vom Bürgermeister Thomas Trachte. Und hinter der Idee steckte, diesen Tourismus Landkreis Waldeck-Frankenberg weiter zu beleben, ihm eine Zukunft zu geben, möglicherweise auch vor dem Hintergrund Klimawandel eine andere Ebene zu ermöglichen, neben dem Wintersport. Und das ist halt sehr, sehr gut gelungen. Ein ganz, ganz tolles Projekt hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg, das den Tourismusstandort Waldeck-Frankenberg weiterentwickeln wird. Und das ist auch ein tolles Angebot, was wir dann demnächst in 14 Städten und Gemeinden anbieten werden für die Menschen, die hier leben und die hier wohnen. Auch der Wirtschaftsstandort Waldeck-Frankenberg braucht Nachwuchs, braucht studierte akademische Kräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Leute brauchen wir hier in Waldeck-Frankenberg. Und für diese Menschen müssen wir neben den Arbeitsplätzen auch ein attraktives Angebot für die Freizeitgestaltung anbieten. Und das schaffen wir. Ein super tolles Projekt. Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass der heutige Tag gekommen ist, wir diesen ersten Retail hier im Bereich der Stadt Korbach einweihen können. Und ich freue mich auf die 13 weiteren, die dann bald kommen werden. Herzlichen Dank. Dank auch dafür. Es ist tatsächlich ein spannendes Projekt, auch im Hinblick darauf, dass es gelungen ist, 14 Kommunen hinter dieses Projekt zu versammeln. Ich darf jetzt den Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung, Herrn Bürgermeister Ralf Guter, bitten, aus seiner Sicht zu bewerten. Ja, sehr geehrter Landrat van der Horst, sehr geehrter Herr Deutschendorf, meine sehr geehrten Damen und Herren, für mich als Verbandsvorsitzender war es natürlich ein besonderes Projekt, weil, wie eben schon gesagt wurde, 2018 wurde das erste Mal in der Bürgermeisterdienstversammlung über die Idee gesprochen. Anschließend gab es einige Treffen mit den Bürgermeistern und es wurde gefragt, welche Städte und Gemeinden Interesse hätten, dort dran teilzunehmen. Wenn man sich richtig erinnert, hieß es ja damals noch Cranz Trail und es wurde überlegt, dass alle Städte und Gemeinden miteinander verbunden worden. Letztendlich sind die 14 übrig geblieben, die jetzt mit im Boot sind. Aber ich sehe das, es ist vieles eben richtig gesagt worden. Für die Städte und Gemeinden, die jetzt dabei sind, ist es eine Riesenchance, nicht nur aus touristischer Sicht, sondern auch als Freizeitangebot für die einheimische Bevölkerung, insbesondere Jugendliche, weil die Bürgermeister kennen, das wird ja immer wieder vorgeworfen, es wird zu wenig gemacht, um sich irgendwo sportlich betätigen zu können, um attraktive Angebote zu schaffen. Und insgesamt sind die Maßnahmen, die mit dem Green Trail verbunden sind, ja, sehr gering in den Eingriffen, was das anbelangt. Ja, da können Sie gerne lachen. Und die Ausgleichsmaßnahmen, die damit in Verbindung stehen, sollte man auch nicht ganz stillschweigend unter den Teppich kehren, sondern man muss einfach sehen, wenn ich einen reinen Wirtschaftswald habe, der wird intensiver genutzt als von den Mountainbikern und mit den Green Trail, jetzt bin ich ganz durcheinander, habe ich natürlich die Chance, auch die Fahrradfahrer geführt und geleitet durch die Natur fahren zu lassen, ohne dass wilde Strecken wie über Komoot einsehbar entstehen. Ich sehe es, wie gesagt, als Chance auch für die einheimische Wirtschaft, für Gaststätten, für Beherbergungsbetriebe,
dass die wieder ein attraktives Angebot machen können und natürlich auch für die ortsansässigen Fahrradhändler, die sollte man auch nicht vergessen. Und ich freue mich jedenfalls drauf und wünsche mir, dass alle anderen 13 genauso erfolgreich und schönen Trail bekommen wie Korbach. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Heute ist der Auftakt in Korbach. Die Korbacher haben gezeigt, wie es geht. In sehr guter Kooperation mit dem Projektteam ist ein toller Auftakt jetzt entstanden. Sie haben auch gleich noch die Möglichkeit, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen über die vielen Höhepunkte, auch technischer Natur. Es gibt viele kreative, clevere Ideen und vielen Dank, lieber Klaus Friedrich, dass ihr da Vorreiter jetzt auch gespielt habt. Gold richtig, Korbach. Passt gut zusammen. Komm bitte zu mir. Ja, was macht das Projekt so besonders? Das ist mehr als nur ein besonderes sportliches Highlight. Es ist mehr als nur ein besonders touristisches Highlight. Es darf auch als Symbol stehen für eine hervorragende Zusammenarbeit der kommunalen Familie. Das haben wir selten in der Dichte gehabt. Und es darf auch Symbol sein für eine weitere enge Kooperation für eine gemeinsame gedeihliche Zukunft unseres wunderschönen Landkreises. Und deshalb ein herzliches Willkommen heute Morgen. Ich freue mich, dass Lothar Salukat mit seiner Frau heute hier ist. Das zeigt also auch, was derjenige, der das Geld erstmal erarbeiten muss, nämlich mit 3600 Mitarbeitern, auch voll hinter dem Projekt steckt. Vielen Dank für Ihr Hiersein und ich wünsche uns allen noch einen schönen Tag. Und die Mutigen von Ihnen werden ja dann gleich die Strecke auch ertasten. Ich bin leider heute nicht passend angezogen, deshalb schenke ich mir das. Vielleicht noch mal hier zur Rechten. Ich glaube, es ist einfach mal wichtig zu sagen, wie wir miteinander umgehen sollten. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass aus lautstarken Minderheiten werden deshalb noch keine Mehrheiten, nur weil sie laut sind. Lassen Sie bitte unsere Gäste einfach mal ausreden. Und ich denke, die Dokumentation hier ist in Ordnung, das ist fair und demokratisch, aber mehr sollte es auch nicht sein. Vielen Dank auch dafür. Jetzt komme ich zu einem wichtigen Handlungsfeld, das sind die Finanzen. Tatsächlich sind solche Projekte nicht zu stemmen, ohne dass wir tatkräftig unterstützt werden. Dem Staatssekretär habe ich schon gedankt, aber das Geld wird bereitgestellt von den Mandatsträgern in den Parlamenten. Und hier und da braucht man auch mal Türöffner, die dann auch vorbereitend dafür Sorge tragen, dass die Finanztöpfe erschlossen werden können. Ich bitte zunächst einmal den Bundestagsabgeordneten Armin Schwarz zu mir, der das Projekt in verschiedenen Funktionen begleiten durfte. Lieber Armin, du hast das Wort. Ja, lieber Jürgen, lieber Jens Deutschendorf, meine Damen, meine Herren, was für ein schöner Tag. Ich bin wirklich glücklich, dass wir heute hier zusammengekommen sind im schönen Goldhausen. Und ich erinnere mich doch sehr genau dran, im Sommer 2019, im Rathaus in Willingen. Leider ist Bürgermeister Thomas dachte, jetzt im Urlaub, das sei ihm gegönnt. Ich habe da eine Idee. Wir könnten den größten zusammenhängenden Fahrradweg, einen sogenannten Grenztrail, aufeinander bauen, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden, gemeinsam mit dem Land Hessen und hätten ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Und das würde uns gut tun. Als Region an der Spitze von Nordhessen, aber auch an der Spitze von Hessen insgesamt und in der Mitte von Europa. Und ich sage, das klingt gut, schwer beeindruckend. Wie kommen wir da hin? Ja, wir brauchen Geld. Und lieber Jens, dann bin ich zu euch. Ihr seid ja mit dem Wirtschaftsministerium maßgeblich in der Mitverantwortung und zu unserem früheren Kollegen und Freund Gottfried Milde, Sprecher und Vorstand der Wirtschafts- und Infrastrukturbank. Ja, und der hat sich auch nicht lumpen lassen, kam gleich hierher. Und da haben wir verschiedenste Runden gedreht und die Begeisterung, die hat tatsächlich Früchte getragen. Aber nicht nur die Begeisterung, sondern vor der Begeisterung ist die Argumentation, um dieses feste Ziel zusammenzubauen. Ursprünglich sollten es mal 600 Kilometer werden, jetzt sind es in Summe 200 plus 200 Kilometer, immer noch europaweit die größte und längste Strecke. Ich bin schwer beeindruckt, freue mich riesig. Alle zusammen haben wir daran gearbeitet. Europa, die Städte und Gemeinden und das Land Hand in Hand. So wird das ein Erfolg. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn die 13 weiteren
Trails eröffnet werden, wird die Resonanz genauso groß sein. Ich wünsche allzeit viel Heiterkeit, allzeit viel Erfolg, immer unfallfreie Fahrt und einen fröhlichen Tag. Vielen Dank für Ihr Hiersein. Ja, vielen Dank. Ich gehe mit dem Thema Finanzen weiter. Ich begrüße jetzt an dieser Stelle Frau Bundestagsabgeordnete Esther Dilcher, Mitglied im Haushaltsausschuss. Den Namen sollten Sie sich merken. Wenn es um Finanzen geht, ist sie eine wichtige Ansprechpartnerin. Esther, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich schließe mich den Begrüßungsworten meiner Vorgänger an, um das abzukürzen. Oft wissen wir im Bund gar nicht genau, wo das Geld landet, weil nämlich das Land zuständig ist für die Durchführung. Also aus dem Bund werden, ich glaube, bei diesem Projekt über 65% der Mittel zur Verfügung gestellt, an die Länder gegeben und die dürfen dann durchführen und dürfen dann solche Projekte damit machen. Ich bin im Haushaltsausschuss zuständig unter anderem für den Haushalt, Ernährung, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau. Und deswegen habe ich solche Auseinandersetzungen, will ich es mal sagen, wie wir die heute Morgen auch hier sehen, jede Woche. Weil diese Wälder, die wir hier überall sehen, die wir in ganz Deutschland sehen, die hätten wir nicht, wenn diese Wälder in Deutschland nicht immer forstwirtschaftlich bewirtschaftet worden wären. Die würden eben heute ganz anders aussehen. Doch, das ist genau so. Die würden anders aussehen. Genau. Und die Forstwirte selber haben ein großes Interesse dran, dass sie sich ihre Einkommensquelle auch erhalten und stellen uns als Bürgerinnen und Bürgern diesen Wald auch zur Naherholung zur Verfügung. Und das ist, finde ich, schon großartig. Sie sorgen auch dafür, dass wir sicher durch diese Wälder laufen können. Und ich weiß, dass das vielen nicht gefällt, wenn dann auch Wälder gefällt werden, wenn Bäume gefällt werden, die dann auch verkauft werden. Aber jeder möchte irgendwo in einem Haus wohnen, jeder möchte einen Dachstuhl haben, jeder möchte Waren geliefert kriegen, dafür brauchen wir Paletten. Wir können das Holz natürlich auch hier bei uns in Deutschland stehen lassen und können das alles aus dem Ausland einführen. Ob das so sehr viel sinnvoller ist, möchte ich doch ganz stark bezweifeln. Und bei solchen Prozessen ist es immer ganz wichtig, finde ich. Nee, das ist kein Populismus. Ich lade solche Leute, die mich so beschimpfen, ich habe das auf Facebook auch des Öfteren, die lade ich herzlich ein. Ich bezahle eine Woche Hotelaufenthalt, ich bezahle ihnen auch gerne die Anfahrt nach Berlin und lade die Leute dann immer ein, besuchen sie mich bei einer Woche nichts tun im Deutschen Bundestag und gucken einfach mal, wie schwierig es ist, manchmal zwischen so unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln. Wir müssen ganz viele Kompromisse schließen und ich denke, hier hatten sie auch Gelegenheit, sich mit einzubinden und oft ist es nicht ausreichend zu sagen, nee, wir wollen das nicht, sondern die Chance zu nutzen, sich möglichst gut für die eigene Sache dabei einzubringen. Und gerade in Berlin, ich meine, der Armin Schwarz wird das auch bestätigen können, die kritisieren uns ja oft genug im Moment mit der Ampel, mit den Grünen, mit der FDP und der SPD zusammen. Wir müssen auch Kompromisse schließen, denn dieses Land will regiert werden. Und natürlich kriegen wir ganz viel Kritik dafür. Aber es sind Kompromisse, die wir schließen. Und ich denke, wir kriegen es trotzdem einigermaßen für diese Herausforderung ganz gut hin. Und da ist es wichtig, dass alle Meinungen berücksichtigt werden, dass sich alle so, wie sie können, einbringen. Und ich hoffe, bei den anderen Grenztrails, bei den Green Trails, wird das vielleicht dann noch besser funktionieren, dass man eingebunden wird und die Chance dann auch nutzt, möglichst wenig Eingriffe zu haben, möglichst viel Ausgleichsmaßnahmen. Denn ganz wichtig ist hier auch die Lenkungsfunktion. Ich habe gesagt, der Wald steht allen zur Verfügung. Und wenn ich das in den Wäldern teilweise sehe, wie da kreuz und quer von Mountainbikern gefahren wird, ist es eben wichtig, dass wir hier Wege schaffen, damit andere Fußgänger, Jogger nicht gefährdet werden, damit nicht noch mehr Waldboden zerstört wird durch Fahrradfahrer und es wird den Tourismus hier befördern. Also das ist ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das zu 100% super toll fände, aber ich komme aus Berlin, aus der Regierung, ich schließe seit 2017 Kompromisse und ich finde, das hier ist ein super toller Kompromiss. Vielen Dank.
Ja, sehr geehrter Herr Landrat, liebe Ehrengäste, auch ich kann mich noch relativ gut an den Anfang des Projekts erinnern. Wir waren damals von der Kreistagsfraktion in Willingen und Thomas Trachte hat uns dieses visionäre Projekt vorgestellt. Und es ist toll, heute hier zu sein und den nächsten Meilenstein letztendlich auch zu feiern mit der Eröffnung des ersten Trails. Dafür ist natürlich auch ein langer Atem notwendig, 14 Kommunen und den Kreis alle unter einem Dach an einem Strang zu ziehen. Das ist toll, das ist Ihnen gut gelungen. Von daher schon mal dafür herzlichen Glückwunsch. Und es zeigt aber auch, dass dieses Projekt von breiten demokratischen Schultern getragen und gewollt ist von der Kommunalpolitik, weil alle Kommunen sich dafür ausgesprochen haben, die hier beteiligt sind. Und ich glaube, von daher ist das auch ein sehr wichtiges und starkes Zeichen für dieses Projekt. Und natürlich freue ich mich auch über die 6 Millionen Investitionszuschuss, die vom Land Hessen geflossen sind. Das ist tatsächlich eine wichtige Wirtschaftsförderung, wovon unser Landkreis nachhaltig profitieren kann. Und ich kann auch zusagen, dass wir auch weiterhin, zumindest ich mich auch weiterhin dafür stark werden mache, dass dieses Projekt weiter unterstützt wird, weil wir haben noch einiges vor der Brust hier zu erledigen und dafür wollen wir gemeinsam weiter anpacken, damit diese tolle Vision, die ich damals in Willingen erfahren habe, dann irgendwann auch Realität ist mit allen Trails. Vielen Dank. Gut, der will eine reiche Goldarbeit im Berg hier ausbeuten. Da wir in Thüringen schon Erfahrung mit Goldrückbau haben, sollen wir. Jetzt können wir erstmal Fotos machen. So, fertig werden. So langsam. 3, 2, 1, Schnitt. Jawohl. Ja, die geht los, warte, ich weiß. Auf geht's. Okay, jetzt.